Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen. Wir sind wieder mit einem neuen Video. Es ist Zeit, bei Find the Pro den nächsten Schritt zu machen. Ich brauche eine Fußballlegende an meiner Seite. Das sind alles große Namen im Fußball. Aber könnten diese Jungs wirklich kommen? Schickst du eine Schauspielerkünste? So kleine Videos mit Sex halt jeder kennt. Mann, ich mach aber auch mal Sachen. Wir haben ihn. Leiser. Marco Reus ist mit dabei. Die Jungs habe ich ready gemacht. Come to find the Pro. Come to find the Pro. Ah, ihr müsst aber laut reden. Ich glaube, das Mikrofon ist richtig sensibel. Nee, nicht sensibel. Chat kurz, versteht ihr mich, wenn Chat, ich so hört rede? Ihr? Ja. So, also Marco, genau, das ist du. Ex-Profi Edition, oh nein. Das ist schwer. Ex-Profi ist schwer, Chat. Freunde, neues YouTube-Video. Heute wieder eine besondere Edition, weil es auch sehr gut ankam. Wir drehen heute nämlich eine Ex-Profi Edition. In der Jury haben wir einfach nur Weltklasse einfach mit einem Start. Ich will gar nicht so lange labern, kommen wir direkt zur Jury-Vorstellung. Hi, ich bin Sidney, Ex-Profi-Fußballer, 25 Jahre alt, war früher bei Hertha, mittlerweile bin ich YouTuber-Streamer und ich übergebe zu meinem nächsten. Ich bin Daniel, ich bin auch Streamer und Content Creator. Ich habe früher bei TSG Wizard gekickt. Jetzt kommt Buh. Das war so stark. Jetzt kommt Buh, ich schwöre mir. Oh mein Gott. Und ich bin Marlon, ich spiele auch aktiv Fußball. Ich würde sagen, danke für die Einladung. Danke, dass ich dabei sein darf. Gerne. Idika! Junge, ich schwöre, wie Willi langsam. Meine Hände sind immer so. Bäh. Sag mal. Okay. Oh. Wisek, Leute, Wisek. Mein Name ist Sia, Fußball-Content-Creator und heute haben wir eine Jury dabei. Ich glaube, ich brauche gar nicht so viel zu sagen. Lantali. Hallo, mein Name ist Marco Reus und ich bin Fußballprofi. It's last of time, ich bin Comedian und Entertainer. Hi Leute, mein Name ist Salih Özcan und ich bin Fußballer. Wir haben eine Weltklasse-Jury heute mit am Start und ich glaube auch richtig coole Spieler, deshalb kommen wir direkt zur Spielervorstellung. So, jetzt zeig mal her. Freunde, heute ist ja ein ganz besonderes Video und dann... Achso, jetzt kann ich verziehen machen. Chat, ich habe einen neuen Account. Ah, hier. Leute, geht mal rüber, lasst ein Abo da. Geht mal rüber, lasst ein Follow da, Leute, neuer Account. Da kommen jetzt so die Highlights, wenn ich Fortnite ein Turnier spiele mit Reason oder sonst was. So eine Sachen kommen da online. Ja, lasst auf jeden Fall Follow da. Hi Jungs, ich bin Niklas Schiffmann, 23 Jahre alt, Stürmer und habe beim HSV gespielt. Deine Hände. 100% nice. Auch du? Ich sag auch nein, Bruder, der sieht doch auch viel zu so Ding. So. Ja, aber Ex-Profi halt. 100% ja, Bruder, nicht. Aber trotzdem. Ich finde seine Hände sind richtig komisch. Zu verkrampft. Ich bin Bodane Junior Longfor, 23 Jahre alt, Jahrgang 2000. Ich fühle mich auf der 8er und 6er Position zu Hause und ich habe bei den San Jose Earthquakes in der MLS gespielt. Das sah nicht gut aus, aber es kann sein, weil man weiß nicht, wie da das Niveau ist. Kann sein, er hätte so, aber ich sag trotzdem nicht. Weil er so athletisch ist und sowas, auf dem College reicht das und dann am Ball musst du nicht so viel können, glaube ich. Mein Name ist Lavdrim Yusufi, ich bin 22 Jahre alt. Ich spiele auf der 10er Position und habe bei KF Lazio in Albanien in der ersten Liga gespielt. Kann sein. Was war denn wieder Trick? Oder KF Lazio. Ja, kann sein. Selbst sein. Der sah nicht so anti aus. Vom Niveau her. Aber das ist ein weirder Trick. Mein Name ist Max, 28 Jahre. Ich bin Mittelstürmer. Das ist wie so ein Ex-Drittligaspieler kurz. Zwei Spiele. Und ich habe bei Arminia Bielefeld gespielt. Max war bei Love Island. Wo warst du? Love Island und so, ne? Nee, Love Island war ich noch nicht. Aber war Temptation Island und so? Nee, da auch noch nicht. Bachelorette, Ex on the Beach und Bachelor in Paradise. Hast du Bachelor? Niemals. Schwöre, Bruder. Ich schwöre nicht, dass ich gleich von dir eine Rose kriege. Er war der Bachelor? Ja, achso, also ja doch, dann war er der Bachelor wahrscheinlich. Der spielt Baller, dieses Die Baller-Tattoo, Bruder, wirklich. Ich auch Todes.
Man jongliert nicht auf Oberschenkeln. Bruder. Hast du einen Bachelor? Was? Niemals. Schwöre, Bruder. Ich schwöre nicht, dass ich gleich von dir eine Rose kriege. Servus, ich bin Noel Assare. Sag jetzt schon nein. Spiele für Fortuna Düsseldorf, beziehungsweise habe dort gespielt. Und ich bin Rechtsverteidiger, bin 22 Jahre alt. Kann auch. Das ist Kingsley? Ist das Kingsley Marcinek? Lol, doch, kann sein, ja. Guah, zeig mir deinen Touch! Bullets! Bruder, ich glaube, das ist Kingsley, oder? Ich glaube auch, es ist Kingsley. Hä, stark, wo ist das? Stimmt. Deswegen ist auch vermutlich. Er spielt vierte Liga oder fünfte oder so. Ne? Er war auch bei Düsseldorf, glaube ich. Er spielt, noch. Er spielt noch aktiv, siehst du auch safe. Ja, er spielt vierte, fünfte Liga so. Aber er war dick lang verletzt. Irgendwelchen Blauen. Hamudi, Dankeschön für fünf giftet. Aber er war lang verletzt. Kuss, Digga. Bullets! Rooney Bullets! Auch in Verteidigung. Kingsley. Achso, ja, das glaube ich auch. Hallo, mein Name ist Berkan Aras, ich bin 21 Jahre, ich bin Papa Christodoulou, bin 30, bin Außenverteidiger und habe bei Borussia Mönchengladbach gespielt. Achso, warte, ich habe nicht immer den davor, Innenverteidiger und ich habe bei Göztepe İzmir gespielt. Bruder, wenn ich mich vorstellen müsste, dann sind das nicht meine ersten Kontakte. Der ist auch noch zu jung und Moin, Mann. Zu jung und ja, zu korpulent. Also das müsst ihr dann schon ein bisschen her sein. Was? Auf Körper geht? Der hat deine Statur so. Halb, ja. Egal. Ey, und hier, ich sag direkt, der ist nicht 30, oder? Nee. Sieht aus wie ein cooler Lehrer. Na, ich bin Patrick Papa Christodoulou, bin 30, bin Außenverteidiger und hab bei Borussia Mönchengladbach gespielt. Der hat so wenig, so schlecht jongliert, dass das deine Highlights waren, müsst ihr euch denken, ne? Das interessiert mich mal. Also du wusstest, dass Marco heute in der Jury ist, oder? Alter. Boah. Alter, es ist Albanier? Muss der Albaner sein. Oder? Aber der Albaner sieht auch überjung aus. Albanier. Wen gab's noch? Am Anfang war noch irgendjemand, der erste, der zweite, der Schwarze. San Jose. Bruder, aber also, sei jetzt nicht so, ich glaube, das wird einfach die aber Folge. Aber der sagst du safe nicht? Ich sag nicht safe, aber... Ich habe noch nichts gesehen. Ich finde halt auch seine Statur. Wenn das seine Highlights sind von Jonglieren, das ist fatal. Ja, wusste ich, ja. Warum nimmst du dann Gladbach zu der Zeit, wo er es wissen müsste, ob du da warst oder nicht? Weil ich da gespielt habe. Das ist eine Aussage, ne? Das war ein Statement. Kräftig. Ja? Wir machen aber, bevor wir anfangen, mal erster optischer Eindruck, so, wer euch optisch gefällt. Ich muss dazu vorweg sagen, ich kenne einen auf jeden Fall, das ist der Max, der ist bei der Baller League auch aktiv. Daher diese ganzen Fernsehshows, Bachelorette und so, wo du warst, verfolgt man ja immer. Ich weiß, dass du, glaube ich, aktiv Oberliga oder so zockst. Ja, genau, ich spiele. Letztes Mal der Luxemburger war auch nicht crazy, ja, Mann. Im Moment noch Oberliga. Oberliga, aber ich habe keine Ahnung, wo du wirklich mal gespielt hast. Das interessiert mich jetzt natürlich auch. Und ich glaube, den einen oder anderen in der Maske, den da hinten, habe ich schon eine Vorahnung, wer das sein könnte. Hast du? Ich hätte ihn wieder nicht erkannt. Aber Dia war safe, oder auch von TikTok und so. Bruder, ich habe nicht mal Jam, ich hab nicht mal Jam erkannt. Die haben sogar mal zusammen TikTok gedreht. Ja, stimmt. So. Stimmt, mal da gewesen, ja, Bruder, dann weiß er doch safe. Das Ding ist, er hat halt nicht seine Stimme verstellt und so. Das aber das Ding ist, bei ihm, Bruder, er ist halt, also er hat Fußball gespielt, auch bei Düsseldorf, wie Marlon sagt, aber er ist halt verletzt gewesen. Kann sein, der war Profi. Er war kein Profi. Ja, war kein Profi. Ich weiß nicht, Düsseldorf-Ding. Die hat Videos mit ihm gemacht, okay. Ich kann mir vorstellen, wer das sein kann, aber ich will euch noch nicht beeinflussen. Was sagen wir von Düsseldorf, ne? Ja, die bei Fortuna Düsseldorf kenne ich viele Spieler tatsächlich. Auch 22 Jahre, bisschen jünger als ich vielleicht. Aber bei Fortuna habe ich ein paar Fragen, da werden wir schnell rauskriegen, ob das stimmt oder nicht. Was ist denn bei euch? Wer fällt euch optisch auf oder kommt euch irgendeiner bekannt vor? Boah, ist richtig schwierig. Echt sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Optisch, glaube ich, hat jeder die Statur dafür. Finde ich, jeder ist muskulös, also jeder sieht fit aus, weißt du? Der Niklas gefällt mir optisch, mit seinen Waden. Sabitzerbeine? Mit seinen Sabitzerbeinen, genau. Markus ist auf Longford hängen geblieben, weil er schon von Anfang an sagt, er kennt den irgendwoher. Den MLS Junior. Junior kennst du irgendwoher? Ich weiß, der kommt mir so bekannt vor. Ich weiß nicht mehr woher. Also. Hast du mal in Deutschland gespielt auch? Das, Ich habe bei JTV Nordwest gespielt. Das ist eine JTV Nordwest. Das ist eine Zusammenvereinigung von den besten Spielern von Oldenburg und umzu, von VfB Oldenburg und VfL. Wir haben in der U15 Regionalliga gespielt, U17 Regionalliga, U19. Als Beispiel ein Jimmer, ich habe immer gegen ihn gespielt, er hat bei Eimsbüttel gespielt.
In seinem letzten U19 Jahr hat er bei Kiel gespielt, da haben wir auch gegeneinander gespielt. Ich glaube nicht, dass er denn so spät rüber geht nach Amerika. Ich dachte, er wäre dort aufgewachsen oder so, oder mäßig, oder war relativ früh, so mit 16 oder so auf dem College. Und dann vielleicht über Draft und so, aber so, weiß ich nicht. Lass nicht zu viel, das ist schon, das geht er schon. Er geht schon sehr rein ja, in Detail. Ja. Lass uns das mal gleich, aber ich feiere das, wie du Kogumi kaufst. Ich bin so ein Profi. Sollen wir direkt Fußball sehen erstmal? Ja. Deshalb nicht lange fucking Five Shot. Adlan. Okay, Niklas, gerne. Boah, den nagelt er da ordentlich rein. Schön in den Winkel, Junge. Viel Auge. Oh, okay, Niklas, gerne. Allgemein, der nagelt er da ordentlich rein. Schön in den Winkel, Junge. Viel Auge. Der läuft ja allgemein voll komisch. Jungs, ihr müsst doch eine Sache betrachten, der trägt auch eine Maske. Aber er HSV. Bruder, HSV. Ich finde ihn zu muskulös und so. HSV, du kennst die Jugend von HSV. Also da... Da musst du schon, also U19, um da zu spielen, musst du schon besser sein als das. Plus, dann da noch so rauszustechen, dass so du einer von den zwei oder so sind, die Profivertrag bekommst, Bruder. Maske, ne? Da bist du Nationalspieler und alles Mögliche. Nein, der sieht doch. Das ist schon mal so ein kleiner Handicap nochmal. Ja, ist nicht verkehrt. Okay, ist gut. Ich finde guten Rechten, aber guten Knall. Warum nimmt der immer mit Brust an? Aber weißt du jetzt, was ich meine? So steif sagst du? Ja, so ein bisschen. Was meinst du? Ballkontrolle und so? So die Annahme, nach der Annahme. Weißt du, wie ich meine? Ansonsten waren die Schüsse gut. Okay, Junior. Gerne. Okay, jetzt bin ich gespannt. Unser Bro. Das ist der Lewandowski. War gut gemacht? Gut. Ich sag, er ist stabil. Welche Pose? 8 oder 6. Du hast den No-Look, hä? Ich dachte gerade IV. Aha. Brett. Aber ein schöner Schuss, ne? Schön schwarz. Der war draufgehalten, aber platziert war es jetzt nicht unbedingt, ne? Fuck. Ja. Okay, der war gut. Ein guter Torwart, hä? Ist halt ein kleines Tor, ne? Das ist echt. Ja, aber da siehst du eigentlich dann, weißt du, wie ich meine? Der Sali sieht einfach seit U19 genau gleich aus. Mit seinem Bart und so. Der macht das schön. Man schießt ja immer Vollspann. Ja, das ist das Ding, aber solider Durchgang, aber man schießt eigentlich nicht mit sehr Vollspann. Sehr geradlinig, ne? Also wenig ich mit... Ich dachte, dreimal wollte er vielleicht zeigen, wie der schießt oder so. Er schießt beide Male. Technik. Also zumindest was Torschüsse betrifft. Der hat einfach Druck. Achter, ja. Okay, gerne. Ah, stark. Ich nicht so, Dings aus, oder? Bisschen komisch aus. Gucken. Bruder, lass, enttäusch uns nicht. Ja, oh, doch. Ist echt gut, Alter. Doch, ist schon gut. Schuss. Schön ins kurze Eck. Ich sag lang. Da wollte ich ihn haben. Ja. Top-Schuss. Okay, aber ist gut. Ich glaube, wir haben wieder nach, Dings, oder? Nach der Vorstellung erwarten. Ja. Ich fand bis jetzt der beste Ablauf. Oder? Der sauberste auf jeden Fall auch bislang. Flüssig, ne? So, also. Ich hoffe mit Fuß. Ja? Nee. Ja. Aber schön runtergeholt direkt. Ja, es ist stark. Aber ich mag diesen Ablauf, wie er den ersten Schuss zurechtlegt. Aber jetzt stell dir vor, er ist es nicht machen. Und er ist so gerade genau. Noch so vierte Liga oder so, kickt gut ja, oder fünfte Liga. Kann ja auch gut sein. Theoretisch. Aber ja, und gut. Dann schießt er. Es geht um Ex-Dings. Also Profi. Ja, das heißt, es kann wirklich sein. Ich meine, es kann sein, dass es ein Ober ist. Weil jeder Oberligaspieler macht es genauso. Ja. Gefühlt. Das war jetzt nichts Besonderes. Jetzt kommt unser. Unser Rosenkavalier. Hey, gleich gibt's eine Rose. Hast du bei Bachelorette gewonnen eigentlich? Ich bin freiwillig gegangen in der Hälfte. Hast du nichts falsch gemacht? Ich habe im TV gesagt, hatte nicht die also sexuelle Anziehung, die ich also gesucht habe. Das ist schon ein bisschen ein Ding, nein. Weil da ist man so ein Hund. Ja. Von 20 ist man einer. Man muss die ganze Zeit hinterher rennen. Ich stehe mehr auf Arsch, mehr auf Brüste. Das hatte die halt einfach nicht, ne? So. Der hat noch Alternativen, der hat noch Wünsche. Okay, konzentrieren wir uns auf Fußball. Gerne, Max. Oh! Ich hab mich hingeguckt. 100% nein, ja. Das heißt, so Arsch aus? Ja. Mal zurück. Er macht einfach zuerst 1 gegen 1. Max. Max. Ich glaube, der müsste weiter beim TV bleiben. Ja. Richtig komisch am Laufen, den Ball gerade. Der soll Rosen verteilen. Ja. Statur auf jeden Fall so ein Fußballspieler. Ja, wie hat's gerade nicht leicht, aber. Ja. Der ist Oberligaspieler. Meinten die da, glaube ich, gerade davor? Ja, aber das ist einfach nur Kampf. Du musst nichts können. Oberliga ist halt TB und so trotzdem, ne? Das ja, aber nicht so auch Dings, Meuselwitz
sind Regio. Allein das, Bruder, da musst du nichts können. Das reicht, wenn du da in den Zweikämpfer reingehst. Kopfballduelle gewinnst, ein Spiel zu. Auch relativ wenig Ablauf, oder? Bielefeld war immer dritte oder zweite Liga. Also ich hab, da selbst da. Die Frage ist, wann war der bei Bielefeld, aber. Nee. Nein. Nee, nee. Okay, Noel, wenn du ready bist, gerne. Kingsley. Bitter. Ich hab auch gar keinen Bock, mich hier ins Tor zu stellen, so aus 4 Metern knallen die zum Teil voll drauf. Die knallen ja auch drauf. Ja, Mann. Kingsley Bullets! Mann, ich hab wieder keine Milch dann. Der hat Anlauf genommen wie ich. Ich seh dich da auch mal. Ja, ne? Ah, fällt euch schon, sagt der. Allah Kabule ziehen. Oh. Hm? Ja. Oh. Ei! Danke, Noel. Der ist 8er IV. Kingsley, ja, besser! Ist jung, ne? Also von IV auf 8. Warten wir mal ab. Nee. Geht durch. Nee. Das ist 1 Million% nicht. Ja, aber halt nicht auf, mach eine Hand nicht dazu. Gar nicht. Das geht nicht. Also, no risk, no fun. Nein, oder? Tot, ne? Sorry, Bro. Das macht auf jeden Fall keinen Ex-Profi. Der Ding, der bei Jonglieren tot war. Nee, oder? Das hält auch. Daniel hat ja nur Ahnung vom Fußball. Hat er nicht was gesagt? Hat nicht mal was gesagt. Hat nicht gesagt, Bruder. Haku und Dank für 5. IV, ne? Ja, das ist aber auch kein IV. Nee. Also. Oder? Heute hält er gut, ne? Außenverteidiger, ne? Und du wirst noch schlimmer aufhören als er. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, nein. Doch? Nur von ich will, das, also guck mal, ich sag nicht mal, dass du so, keine Ahnung was von John Leon oder so, aber einfach nur, wie du dich bewegst und wie du schießt. Aber ich glaube, da ist wirklich so ein riesen also ein Unterschied, aber den check ich nicht. Checkst du, was ich meine? Weil ich spiele ja, ich habe ja so 12 Jahre gespielt man oder sieht so. Sieht es einfach direkt vor. Aber so für einen selber checkt man das nicht. Ich sag da nichts besser, nein. Keine Ahnung für 14. Hey, guck mal, supporter mal ein bisschen deinen Bruder, ja. Nein. Ich mach bald Fußball Challenge. Sind so Leute, die sich falsch einschätzen und sagen, ja, oh, ich bewerbe mich hier auch. Ich mach bald Fußball Challenge. Und fliegen die erste Runde raus und wundern sich warum. Und sagen, ich kann akzeptieren, aber ich kann nicht akzeptieren. Ne? Gladbach. Du sagst, also der müsste mit mir gespielt haben. Genau, du sagst, du kennst den hundertprozentig nicht. Ja, der war doch bestimmt ein, zweimal bei euch dann trainieren. Der müsste ja mittrainieren. Auch wenn er Jahre ist das her. Ne? Also ich meine, der muss ja dann ungefähr 18, 17, 18 gewesen sein, als genau, ich da gewesen bin. Ja. So. Aber du hast ja zu der Zeit auch nicht mit Jugendspielern gesprochen, aber ne? Hast du das vielleicht gesehen? Was macht das mit der Hand? Ja, what the fuck? Was hat er gesagt? Warte. Igitt. Der ist aber ab. Ole! Er sagt wieder so gut. Er sagt, jetzt zweifelst du. Jetzt zweifelst du und dann rein. Was hat er gesagt? Jetzt zweifelst du. Nach dem ersten Abschluss. Der kann gut Abschluss, aber. Er ist der coole Lehrer. Ich hab keine Ahnung. Ja, ich zweifel. Ein Ball kommt noch. Der ging von hier bis nach Meppen. Ja, stell dir vor, du fährst da so 7 Stunden hin für so eine Performance. Guter Kontakt. Okay. Wusste ja erst nicht, ob mit Brust oder mit. Ja, was lachst du, Alter? Freunde müssen eine Entscheidung treffen. Ich fange auch gerne mal an. Sonst ja, es gibt viele, die man rausfangen kann. Das hat man schon beim Aufwärmen gesehen, oder bei der Vorstellung gesehen, dass da nicht so oder die Besten dabei sind. Stand jetzt kann es nur der Albaner sein. Oder vielleicht mit viel Fantasie noch der Schwarze. Ja. Okay, dann fang du an. Oder? Ja, ich sag, ich geh mit. Aber ich bin bei diesem Albaner sogar, keine Ahnung, das ist irgendwie zu, weil die alle so schlecht sind und er so gut, weißt du, was ich meine? Findest du so schlecht? Ich finde die jetzt nicht so, also ich fand jetzt zum Beispiel den letzten jetzt hier nicht so gut. Sagt er da, ja? Ich sag, er ist besser als du. Bruder, also es kann nur der Albaner sein. Es kann nur, die, also Kingsley ist es nicht. Vergiss mal seinen Namen vom Schwarzen, Digga. Bruder, Bunduan oder so. Breel. Ist er Breel? Nein. Vielleicht Albaner. Ah ja, deswegen. Deswegen, ja. Weil der Profi vielleicht Albaner, aktiver Profi. Also kann sein, dass nicht Profi. Also dieser Oberliga-Kicker. Guck mal, ich sagte, dieser Albaner. Obwohl doch, albanische Liga kann auf jeden Fall sein. Nein, guck mal, dieser Albaner wird erst albanische Liga mal gespielt haben und spielt jetzt immer noch Regio Oberliga, irgendwie sowas. Ja, und das ist ja Ex-Profi. Oder selbst bei uns in der Verbandsliga, die kicken schon so gut. Torgedanke für 21 Monate. Aber der sieht ja noch relativ jung aus. Das ist das Problem. Abola, der Rest kann. Also. Aber dann müsste er ja so mit 20 oder 18 oder so rübergewechselt sein nach Albanien
und dann schon wieder zurückkommen, so schnell. Also wenn einer von den anderen ist, dann steigt meine Hoffnung auf wieder. Marlon greift nochmal an. Hat dir vielleicht gut gefallen, Salih? Komm, Marlon zum Beispiel wäre, er wäre kein Pro und er würde die alle so tot ficken. Wie würdest du rauskicken? Ich muss sagen, Torwart. So vom Ablauf, von den Bewegungen her war Max, finde ich, jetzt kein Hate war. Oder so. Fand ich von dem Ablauf nicht so sauber. Deswegen würde ich jetzt Max sagen. Also ich gebe dir keine Rose. Aber kann ja sein, dass die nach U19 einen 2-Jahres-Vertrag kriegen, aber dann im Herrenbereich schöpfern. Bruder, wenn du nach der U19 einen 1-2-Jahres-Vertrag kriegst, dann bist du unglaublicher Spieler. Dann ist es so, dass du wahrscheinlich Nazio spielen musst. Dann bist du mit Abstand der Beste bei dir. Bei welchem Verein? Ja, aber trotzdem. Ja, okay, aber. Bei HSV jetzt zum Beispiel. Ja, du wirst aber jetzt nicht bei, wenn du hier bei Halle Profi bist oder so, oder keine Ahnung. Das ist aber nicht Nazio. Nein, aber dann musst du trotzdem. Der Beste deiner Mannschaft sein. Ja, und richtig gut. Ist schwer, so jung einen Vertrag zu kriegen, ne? Ja. Also pro Mannschaft vielleicht so 1-2, die so einen Profivertrag bekommen. Krank. Durchschnittlich. Also so bei Hertha meinst du jetzt so Profimannschaften einfach. Okay. Ja. ja, von mir. Für mich ebenfalls die ersten drei waren echt so bislang meine Favoriten. Kann sich aber noch ändern. Die danach folgenden waren ein bisschen schwächer. Aber wenn ich jetzt nur eine Wahl hätte, die ich treffen müsste, würde ich sagen, Max, tut mir leid, von mir gibt es heute auch keine Rose. Ja, ich muss sagen, ich sehe es ähnlich. Die ersten drei haben mir vom Ablauf her, von der Bewegung, haben mir sehr, sehr gut gefallen. Ich komme mal wieder an den Punkt. Man kann ja danach Fitness machen. Das kann ja auch sein. Amen, Dank für 2 Monate. Das würde mir zum Beispiel auch gut tun. Stell dir vor, ich wäre jetzt so im Wesh, weil ich Fitness gemacht hätte. Aber wie er gejobbt ist, kann eigentlich nicht sein. Dann läuft man auch ein bisschen anders so. Und wenn ich dahin laufe, wie sehe ich aus, wenn ich da rumjogge mit meinem Buckel? Ja, aber trotzdem sieht man, dass du kannst, darum. Trotzdem sieht man, dass du kannst. Max, nee, das passt leider nicht. Max, dich kenne ich ja von der Baller League. Da muss ich bestimmt so viele Sprüche mit Rosen anhören. Weiß, dass du Oberliga zockst, weiß, dass alle du viel mehr lustig. Kannst. Jetzt nicht, weil ich ihn kenne und weil ich ja, er ist ein cooler Typ Baller oder so. Ich fand aber dafür so. Berkan von Gösteppe dafür nochmal deutlich schwächer. Ja. Also meine ist ja nur meine Meinung. Ja, ja. Berkan ja, halt. Er hatte schon wenigstens Ansätze vom Fußball und ich weiß, was er prinzipiell kann. Das zeigt er Woche für Woche bei der Border League. Ich persönlich fand Berkan wirklich deutlich weniger. Ja, aber für Stürmer und IV muss ja, auch klar. Nochmal, weißt du, wie ich meine? Weil wir da bei dem Thema nur bei den Abschlüssen sind. Ja, ja. Beim Dribbling, weißt du, wie ich meine? Kann ja auch sein, dass der von Gösteppe halt bleibt. Mann, Junge. Mach das noch an, Junge. Das hätte mir immer 5 Euro schenkt, Digga. Aber es fuckt ab. Ja, aber guck mal, zum Beispiel, das ist ja sowas wie bei Sydney und du siehst ja bei Sydney trotzdem, dass er, also du würdest ihn trotzdem erkennen. Du siehst, dass man trotzdem krass ist, auch wenn man jetzt Jahre oder wenn man da irgendwie Herrenbereich sich nicht durchsetzen konnte. Gleich in den Zweikämpfen dann. Weißt du, wie ich meine? Ich finde halt auch für einen Neuner ist es abschlussmäßig zu wenig gewesen. Ja, geh ich mit. Es gibt vielleicht ein kleines Problem, weil ich habe meine Schuhe zu Hause vergessen. Deswegen muss ich mit der Nummer kleiner die ganze Zeit spielen. Das sind nicht meine eigenen Schuhe, ich habe die gerade vom Team gestellt bekommen. Deswegen sieht vielleicht nicht unbeholfen bei mir aus, weil die Schuhe viel zu eng sind. Das ist so bei mir das Problem. Warte kurz, nehme ich den nicht ganz ab. Bielefeld nochmal ganz kurz. Erst, du warst ja erste Mal. Mann, Junge. Ab jetzt jede Spende geht in meine Tasche, die jetzt kommt. Das wird jetzt gemutet wieder. Zettel, bitte. Mannschaft, ne, bei Bielefeld. Welches Jahr war das? 2015 war das. War Norbert Meyer mein Trainer in der Aufstiegssaison in der dritten Liga, wo wir in die zweite dann aufgestiegen sind. Hast du auch Zweitligaspiele gemacht? Ne. Aber Drittliga-Einsätze? Im Kader war ich und hab dann in der U23 halt gespielt. Okay. Eine Aussage, ne, die direkt rauskam, ne? Ja, ist top. Ja, aber für mich auch der Beste sogar, würde ich sagen, Lavi fand ich am besten von allen. Julian, danke für 8 Monate. Er war in erste Liga. Der hat mir am besten gefallen und vorne Junior und Niklas. Junior war okay, ja, war ganz gut. Aber Niklas fand ich dann nochmal besser. Also wenn ich die Reihenfolge hätte, 1, 2, 3, genau. Aber Max, dann sind wir meine Junior gemacht? Niklas im ersten. Quatsch. Obwohl, dieser. Legen sich ein. Nein, er meinte, meinst du jetzt der Beste? Der Beste meinte, meinte auch der Albaner. Ja. Dann bist du jetzt erstmal raus, ja? Okay, danke, Max, fürs Mitmachen, ja? Kein Problem. Ich bin die Jury, ist okay, kann man machen. Sind alles gute Jungs hier. Ich habe gesagt, meine Schuhe nicht dabei. Deswegen ein bisschen enge Schuhe. Ein bisschen angeschlagen, deswegen kann ich das absolut nachvollziehen. Eigene Leistung ist okay.
ich bin eh nicht so der, der aus der Distanz drauf schießt. Ich bin der Strafraumstürmer, der die Tore halt reinschiebt. Deswegen so ein Combine oder sowas ist eh nicht meine Stärke. Von daher kann ich das nachvollziehen. Fips, danke für 21. Bald ein Jahr. Junge, du hast fast 2 Jahre so Dummkopf. Freunde, nächste Challenge. Wir gehen mal direkt in die Duelle. Gibt Pärchen, die dann gegeneinander spielen. Also 1 gegen 1 Duelle im Pärchen. Okay. Fangen an mit Niklas gegen Berkan. Was ist denn? Challenge. Oder wir konnten die ihn nicht rauswählen. Ja, ja. Den wollte er als nächstes raushauen. Ja. Ja. Weder so eine seitliche Stellung noch sonst. Guck, guck jetzt. Komm, ah, Jungs. Guck mal. Siehst du das? Das ist lateinisch, aber. Ja. Weißt du, wie ich meine? Das ist der Einzige, das der noch sein könnte, der hier glaube ich nicht. Schön gemacht. Guck mal, wie er den. Sag ihm mal, Was hat er gesagt? Achso, HSV war er, ne? Ja, ja. Nein. Einen Englischen machen. Bin ich mal gespannt, ob er das schafft. Wer ist der nochmal? Niklas, ne? Nee. Berkan. 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 Kannst du so einen englischen Ball... Erste Liga, ne? Oh. Das war ja... Da, wo so... Wie alt ist er ungefähr? Hat er gesagt, wie alt er ist? Ich weiß nicht mehr. Der muss ja ungefähr mein Alter sein. Reus sagt englischer Ball jetzt zu diesem Berkan. Spielen? So flach. So einen englischen Ball? Oh. Von unten mit dem Spann. Mit... Ich wusste, ich glaube, der wusste nicht, was zu Bild zu haben. Ist okay. Ich aber auch manchmal passiert das, aber der war viel. Der attackiert aber auch völlig falsch. Der ist so kacke, ne? Der geht irgendwie. Der ist Innenverteidiger, der. Lenkt die HSV. Der hat damals Fleischsteig. Aber wie du sagst, der hat vielleicht Fitness gemacht. So. Das ist ein schöner Ball. HSV, da musst du Nazio so sowas sein, wenn du da Profi wirst. Ja. Guck's. Okay. Aber hast du jetzt mal, guck mal, trotz dass der Stürmer. HSV und achte mal auf die seitliche Stellung, wie er verteidigt. Das ist komplett was anderes. Ja. Top. Super Bälle. Super Bälle. Ja, er verteidigt super. Ja, mein im Gegensatz zu dem anderen. Oh. Ach, da trotzdem gut. Ja, das macht schon trotzdem steif vom Hand. Ja, so ein bisschen. Ja, aber der Ablauf war gut. Er mich halt ab und zu immer wieder. Okay, Noe. Kann ich keinen Hunger. Gerne. Dabei. Oh. Junior? Ich sag, es kracht einmal. So Fuß auf Fuß. Oh, er hat ihn aufgefressen. Oder Spaß. Tschüss. So lustig. Der hat einfach keinen Spaß gemacht. Ja, ja. Das ist ein so. Das könnte krachen. Mit der Ball, ging's leer. Ein paar Bälle. So, wie er steht. Ey, ey. Boah, okay. Stark gemacht. Klar, stark mit 22 für 6er, 8er. Dieser Junior ist schon so. Macht er nicht schlecht, 6er, 8er. Oder? Ich bin kein Fan vom 1 gegen 1. Ich kann es nicht so. Ich auch nicht. Mhm. Gradlinig ist okay. Er hat aber eine krasse Arroganz. Weißt du, das Selbstbewusstsein. Aber ist halt reiner Rechtsfuß, ne? Also, ja. Er hat gar nicht die Überlegung, nach links zu gehen. Also für mich vom Spielertyp ist der aber auch kein 6er. Also, aller Liebe. Was ist das denn? Also, 80, glaubst du? Ein Frisch. Tschüss, Digga. Siehst du, Tempo? Außenverteidiger, Tempo, daneben gelegt, fertig. Ja, und das ist doch schon mal was anderes. Geht doch. Ja, das sah schon mal komplett besser aus. 1-1. Ja, wenn du ready bist, gerne. Okay, jetzt der Albaner. Mit dabei. Schön. Außenverteidiger. Dass er von links anfängt, ne? Er muss extra nach rechts laufen, damit er links vorbeilaufen kann. Ist okay. Gut, Patrick. Okay. Linksfüßer immer links. Scheiß Ball. Aber er hat super Technik, wie er die Kontaktfüße. Top. Oder wenn der erste Schiss. Finlavi erkennt man schon, dass er. Sind zu langweilig. Dass er was drauf hat. Ja, ja. Boah, er hat halt seine Bälle waren nicht. Warum ich auch nicht so. Jetzt ist wild. RV, ne? Malavi spießt ihn hier auf. Hilfe! Ja. Oh, gut, Patrick. Geht weiter. Der haut sich nochmal rein, finde ich geil. Oh, leid. Hat er nicht schlecht gemacht, ohne Scheiß. Sieht ein bisschen komisch aus. Was lachst du, ja? Ding. Mach mal 1 gegen 1 jetzt. Letztes Mal habe ich schon einen nass gemacht. Hört auf damit. Ja, Mann. Ich habe den Herbe nass gemacht. Zack, vorbei, feiern. Über ihm, paar Torwinkel. Jungs, ich sag euch, dass das. Sag ich mal wieder, Gladbach ist ja das Ausschlaggebende. So. Wieder die beiden? Stimmt, Digga, er muss doch Gladbach. Nee, du kannst mir nicht erzählen. Was denn? Was war das? Der macht einen Übersteiger, das ist alles schon. Der macht mit einem Trick 6 andere Tricks dabei.
Marco fragt, beziehungsweise wir haben gerade über dich diskutiert, bevor wir eine Entscheidung überhaupt treffen, warst du gerade wieder Diskussionsthema. Wie alt warst du denn, als du deinen Profivertrag bekommen hast? 18. 18? Ja. Wer war unser Trainer? Dieter Hecking. Dieter Hecking? Ja. Hä? What? Also komplett, nein. Wer war denn Trainer? Ja. Dieter Hecking war doch, war der überhaupt mal bei Gladbach, überlege ich gerade. Ja, der war bei Gladbach. Aber wann? Doch nicht in deiner Zeit. Da war ich aber nicht da. 18, wie alt bist du dann, wenn er 18 Profivertrag unterschrieben hat? Er ist 30 heute. Er ist 30, 12 Jahre zurück. 21, oder? 12 Jahre zurück war ich 21. Warst du da? 21, 22, so. Mit 21? Ja, mit 21 warst du noch. Hat er gesagt, die haben zusammengespielt, oder warum? Ich glaube schon, also so in der Richtung. Die überlegen gerade, ob die zusammengespielt haben. Mann, du hast den geilsten, perversesten Irokesen-Schnitt. Alter! Stefan, das wäre so bei Nazio gerade, der Spieler so, bei U19 Nazio oder so. Das ist Türkei im Sport Aufnahmekriterium. Schwöre, die Frisur war früher bei. Musstest du haben bei Türkei im Sport. Locken. Überlegen gerade, weil er zu der Zeit auch bei Gladbach war, ob das wirklich der Trainer war, der dann da war. War nicht Lucien Favre der Trainer? Nee, bei mir war Dieter Hecking. Nee, Dieter Hecking. Aber warst du zu. Und zwar, willst du auch Trainer zweite Mannschaft, kann ich dir aussagen, ich kann Physio sein, alles. Hast du denn mit Marco gespielt zu der Zeit? Nein, Marco war gar nicht mehr da, das habe ich gewonnen, hat auf jeden Fall vorhin, als du es gesagt hast. Wer war da? Also Marco war noch nicht da. Marco. Mit welchen Spielern? Nennen wir mal drei, vier Spieler. Jonas denen. Hofmann, Patrick Herrmann, der war auch mein Ziehvater. Ich habe mich dann ja auch verletzt. Was sind so die Namen, die kennen sogar ich. Das ist gerade cool an. Was sind so Namen? Da hat er mich auch ein bisschen so aufgebaut, das weil ich jetzt sehr, sehr down war. Das ist cool. Der ist ein Kumpel von denen. Kann auch sein. So, das Ziel hatte wie jeder andere Spieler natürlich auch, im Profibereich mich da zu etablieren. Und dann hat er mich auch sehr, sehr hoch gepusht und gesagt, hey, komm, Kopf hoch, wird auch. Und danach bin ich nicht mehr so zurückgekommen, wie ich halt war. Und dann war da für mich auch dann danach leider Schicht im Schacht. Du sagst sogar, du kennst Physiotherapeuten und so alle? Ja gut, wenn jetzt Pascal oder Patrick sagt, das nee, ich kenne kenn, ja? noch ein paar. Dann sag ein paar Namen raus, einfach mal so. Bei wem jetzt? Physios. Physio war Luca Calvelage in der zweiten Mannschaft. Dominik Falkenhorst. Philipp Krüger. Ja, so diese Jungs. Hä? Aber Profimannschaft. Ja, bei Profis war ich ja nicht wirklich bei den Physios, ne? Ich hab, lass mich lügen, zwei, dreimal mitgemacht. Da hat er sich nicht getraut, zu den Physios zu gehen. In welchem Jahrgang? Stimmt. Weil wenn man zu Physios geht, dann zeigt man mäßig, dass man müde ist oder kaputt ist. Hast du einen Profivertrag bekommen? Also welches Jahr war das? Es war 2018. 2018 hast du einen Profivertrag bekommen? Patrick Herrmann. Das ist viel zu frisch. Davor meinten die vor 12 Jahren oder so? Er meinte doch, warte mal, er sagt, er ist 30 und hat gesagt, er hat seinen Profitag mit 18 bekommen. Und jetzt sagt er 2018. Hat er das gesagt? Ja, hat er gesagt mit 18. Aber macht doch gar keinen Sinn jetzt. Vor 12 Jahren meinten die. Du hast gesagt, du hast mit Patrick Herrmann zusammengespielt. Was heißt zusammen? Ich war in der zweiten Mannschaft, aber ja, der war dort, ja richtig. Der hat gesagt, der hat seinen Profivertrag 2018 bekommen. Und mit dem habe ich mich halt auch so am besten verstanden mit von den Profis, ja. Hast du dich im Profitrakt umgezogen mit uns? Ja, klar, beim Training, ja. Ja, dann den Weg. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ich reingehe geradeaus, rechts, linke, zweite Tür, oder? Ja, du weißt ja schon in etwa, wie die Kabine aussah, oder? Ja, schon, ja. Das ist ganz schön speziell, hallo, ihr seid nach Skillstraßen. Ja. Zum Beispiel, welche Farbe hatte der Boden? Weißt du das ungefähr? Der Boden, warte mal. Schwarz. Wenn wir so ein gutes Beispiel haben. Ja, das war so, da waren so Punkte drauf auf jeden Fall, so kreisförmige kleine Punkte oben drauf. Ja, kommt hin. Wenn ich jetzt meine Socken ausziehe, kannst du sehen, diese Stoppersocken, weißt du, so ähnlich wie diese kleinen Punkte oben drauf auf jeden Fall, ja. Ja, war eine scheiß Frage von mir. Aber ist so? Stimmt das? Ja, ist ja alles. Aber stimmt, ja. Stimmt schon? Tschüss. Also, er hat sich verplappert mit diesem Profivertrag-Ding, aber ich will jetzt wissen, woher er das alles weiß. Ja, war bestimmt bei U23 Gladbach, ja. Bruder. Bei Hertha? Also, Bruder, Bodenfrage? Parkett, ne? Parkett und hinten beim Fitnessraum ist blau oder so, blau Tartan. Nicht Tartan, aber so. Digga, ich sag ja, ich kann es nicht mal sagen. Genau. Ich glaube, es ist diese Turnboden so. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Als Kunstrasen? Nein, das ist kein Kunstrasen. Das Hausmeister begleitet. Vielleicht ist er wirklich Dings. Seine Schrift. 24 Stunden hat schon den ApoRed dort gedreht. Vielleicht ist er Dings, wirklich Physio oder so. Der war zu Arsch. Junior, was sagst du? Zweite Gladbach. Digga, also, der wusste einfach alles. Er weiß, wie die Kabine aussieht von Profis, das ist krass. Okay, da bin ich gespannt, weil ich würde gerne seine Karriere haben. Ich würde gerne bei San Jose Earthquake spielen. Hat er recht? Komm schnell. Junior. Weiß ich nicht. Orbit. Airwaves. Will ich nicht bewerten.
Nur ganz kurz, bevor wir kommen zu den Fragen. Wie kam der Wechsel zu MLS? Irgendwie über Berater oder? Also wie gesagt, ich habe ja die ganze Jugend hier in Deutschland verbracht. Bis zu 19 war dann in meinem ersten Herrenjahr, hieß es entweder VfB oder VfL. Dann bin ich zu VfL erstmal gegangen in die Oberliga. Oldenburg? Nicht so lange von Prime? Liga. Dann kam Corona. Ich glaube, wir hatten 7-8 Spiele und dann wurde die Saison abgebrochen. Zu der Zeit habe ich dann auch mein Abi gemacht und dann hatte ich einen guten Freund, der spielt gerade bei Frankfurt in der zweiten Mannschaft. Und der hat mir eine Agentur empfohlen, die vermitteln einen nach Amerika. Und ich habe sehr gut in dieses Portfolio gepasst, weil ich eben in Deutschland relativ hoch immer gespielt habe. Diese Stipendien waren das? Genau. War das? Dieses das ist mein Traum. Das haben sie eine Zeit lang auch so. Kenne ich ganz viele Jungs, die das so gemacht haben. Ja, das stimmt, das habe ich auch schon mal gehört. Auf jeden Fall, ich bin eher robuster Spieler und ich habe einfach gut ins Portfolio gepasst, habe mich dort beworben, habe mir gar nichts dabei gedacht, hatte auch gar keine Ahnung von Amerika. Und dann mein erstes Angebot. Er sieht irgendwie aus wie ein geiler Achter, so mit Technik und so, ne? Der hat so 80 Pace, das ist nicht so viel Def, auch stabil Dribbling, stabil Physis so. War direkt ein Vollstipendium von St. Mary's College of California. Die One Uni, eine der angesehensten Unis Westamerikas. Welche? Westamerika. Und dann mein erstes Angebot war direkt ein Vollstipendium von St. Mary's College of California. Die One Uni. Kalifornien, Bruder, wie geil. Das ist einfach von vierte Liga Oldenburg auf so ein College in Amerika gegangen. Bruder, wie geil ist das, Mann? Eine der angesehensten Unis Westamerikas. Und dann habe ich nicht. Und da hast du auch noch Chance, Profi zu werden. Nicht nur dieses College-Leben und du machst den Abschluss und was weiß ich alles. Langeweile, ja. Und nach zwei Wochen habe ich zugesagt und dann bin ich im August 22 bin ich hingegangen. Hab dann eine Saison gespielt. Normalerweise ist man erst nach vier Saisons, nach seinem Senior Year, eligible, um in den Draft einzutreten. Aber mein erstes Freshman Year war so gut, dass die mir vorgeschlagen haben, schon in den Draft reinzugehen. Hab mir gar nichts dabei gedacht. Man darf erst im Senior Year oder so im Draft. Ja, aber wenn er sagt vier Saisons. Das war irgendwie so. Vier Saisons und zwar 2022, kommt doch gar nicht hin. Ja, das alles ist ein bisschen knapp, dass er sagt 2022. Aber er sagt gerade, er wurde nach einer Saison schon dahin gerufen. Ja, und dann wurde er 23 Profi und jetzt auf einmal nicht mehr, oder was? Vielleicht Momentverletzung oder so. Oder Herzkrankheit, gibt's alles. Aber dann war ich dabei und dann wurde ich in der dritten Runde Pick 15 von den Earthquakes gedraftet. Ja, hab da dann eine Saison verbracht, aber dann war's dann leider auch. Also auch. Ja, okay, eine Saison halt. Aber er hat doch dann keinen Einjahresvertrag. Oder ich weiß nicht, wie es in Amerika ist. Amerika kenne ich mich leider nicht aus. Nachfragen, was dann passiert ist, aber später vielleicht. Aber ich hätte nicht gedacht, dass dort. Also es ist eigentlich nicht üblich, dass man einen Einjahresvertrag bekommt. So. Wemby zum Beispiel. Okay, Wemby ist was anderes. Das war ja so ein richtig. Aber warte mal, wenn du doch jetzt ein Jahr Vertrag hast und dann jetzt. Also der hat ja jetzt nicht aufgehört oder so. Also dann musst du auch ich sag, er war drüben. Aber er wurde nicht gedraftet und ist jetzt wieder hier, weil er dort nichts hatte. Und jetzt sucht er einen Verein. Fertig. David, danke für 52. Für die Leute, die jetzt gerade so überfordert sind mit D1 und so, es gibt ja so College-Ligen. Je tiefer die Runde, umso weniger Jahre Vertrag. Ja, deswegen meine ich gerade mit Wemby scheiß Beispiel, weil da wissen die ja, was die bekommen. Und so beim Pick 15 oder sowas ist ja ein bisschen was anderes. D1 ist die höchste Liga, ne? Das ist die erste Liga. Es gibt ja verschiedene Ligen, aber das ist schon voll Stipendium. D1 ist schon. Gut, und die Story, da kenne ich auch ein, zwei andere Jungs, die es so gemacht haben. Also die nicht zu MLS gekommen sind, die zumindest Vollstipendium bekommen haben. Aber es kann schon sein. Lass uns mal eine Entscheidung treffen. Ja. Zwei Spieler rauskicken. Blaso, willst du anfangen? Ich fange einmal an. Ich sag mal, für mich, Patrick, dich war, aber dich will ich noch eine Runde haben. Ich sag, dich will ich noch eine Runde sehen. Also, Patrick Hermanns Bruder oder so. Glaub, da kommt noch was raus. Für mich ist es der Berghand auf jeden Fall erstmal, weil ich glaube einfach, für Götztepper ist es noch ein bisschen, ein Ticken zu wenig. Zweite Liga Dortmund, einfach zu schwach. Dortmund sagt Götztepper, zu schwach. Ja, viel Alternative bleibt doch nicht eigentlich. Ich muss auf Patrick, aber machen wir zwei oder ein? Zwei. Das ist das Problem. 22 Winter bis 23 Winter Profi, der MLS, wenn das stimmt. Ja, kann sein. Problem. Ja, dann muss ich Patrick sagen, doch. Sorry, da muss ich Patrick sagen. Ich wollte eigentlich noch eine Runde mit dir hier ein bisschen lachen. Woher kennt der wirklich den Boden? Ja, gut. Das stimmt wirklich. Aber du kannst ja auch in der Jugend da mal gewesen sein. Weißt du, was ich meine?
Also ich finde schon, dass ich in der Runde schon performt habe. Und ich fand schon ein bisschen beleidigend, so, was du gegenüber mir gesagt hast. Deswegen, ich bin nicht ganz so einverstanden mit deinem. Also wie gesagt, es ist halt nur meine Meinung. Ne? Also für die zweite Liga ist es halt ein bisschen zu schwach. Zu schwach. Also das sehe ich so. Wie die anderen sehen, weiß ich nicht. So die Ballannahme, dein Abschluss, dein Pass. Vielleicht hast du auch nicht die passenden Schuhe heute dabei. Das kann auch sein. Weiß das haben wir auch schon oder, gehört. Ja, oder heute vielleicht ein die Motivation, das kann alles sein. Ja, jetzt machst du dich ja ein bisschen lustig. Ja. Ich sag nur meine Meinung, ne? Was? Und wie gesagt, bei Patrick, ja, du hast so einen Namen in den Raum geworfen. Hermann und Co. Gut, Hermann spielt schon, wie lange spielt er schon da? Schon eine Ewigkeit. Seit Ewigkeit. So, seitdem ich denken kann, das bringt mich jetzt auch nicht weiter, ne? Aber was soll ich denn noch sagen? Also ich sag mal, ich habe Namen gesagt, ich habe den Boden beschrieben und ich denke mal, Marco weiß selber, also wer würde random jetzt einfach so wissen, wie der Boden aussieht? Dann spiel Fußball. Ja, das gibt ja heutzutage Stadionrundgänge und hast du nicht gesehen? Ja, da will ich ja nicht. Aber wenn er es jetzt wäre, dann würde er sagen, okay, nicht, Digga. Okay. Ex-Profi, wie sind denn das? Also sag das nicht. Gut, darf ich meine Meinung sagen? Ja, gerne. Also ich jetzt abseits von den Stories rein Fußball. Technisch betrachtet sind mir die anderen einfach auffälliger gewesen, was so Ballannahme, Ballmitnahme. Aber es geht ja um Ex-Profi. Du musst halt so sehen, ich bin 6, 7 Jahre älter als die, vielleicht 8 Jahre. So die Blütezeit habe ich natürlich schon hinter mir. Sonst wäre ich wahrscheinlich da, wo du jetzt bist. Dann hättest du wahrscheinlich nicht gespielt. Das kann gut sein. Was? Das kann gut sein. Aber ich rede ja von, trotzdem bleibt ja was übrig, auch wenn du ein Ex-Profi bist. Die reden von 5 Jahren. Die Physio-Vibes. Abläufe sind ja trotzdem... Komm mal mein Alter rein, dann sehen wir, ob du so fit bist wie ich. Ja, aber das ist so mein Gefühl. Ich sag dir nur mein Gefühl. Weißt schade, dass du mich vor ein paar Jahren gesehen hast. Da hätte ich in die Tasche gesteckt auf jeden Fall. Ja, das war krass gewesen. So cringe. Gut möglich. Du hast auf jeden Fall geile Sprüche, dafür feiere ich dich. Die denken immer, man verlernt Fußball in so 2, 3 Jahren und bewegt sich dann völlig anders und sowas. Und dass es so realistisch ist, wenn die jetzt nicht mehr so gut sind. Also für mich ist es dann auch Patrick und Bergkamp. Patrick, aber wenn du willst, wenn man Sprüche, ich kann auch für dich jetzt in Zukunft die Witze schreiben, ist auch gar kein Problem. Nochmal? Ich kann für dich jetzt auch in Zukunft die Witze schreiben, ist gar kein Problem. Wenn du so gut spielst, wenn du Witze schreibst, so wie du Fußball spielst, dann... Das ist super, dann werden meine Klicks nicht mehr... Oh, ja. Doch, glaub mir. Wird viral gehen dann alles. Dann werden meine Klicks auf jeden Fall nicht steigen. Also ich sag mal, bei Berkan muss ich wirklich sagen, als Innenverteidiger Achter, ne? Was? Da hast du im Defensiv... Innenverteidiger Achter? Spiel... Ja, Innenverteidiger, Achter. Hast mich nicht so überzeugt, so von deinem Ablauf her, weißt du? Also wie du gegen den Stürmer dann angetreten bist, welche Seite du ihm angeboten hast. Also meistens standst du ja meistens mittig. Also Innenverteidiger ist ja meine Nebenposition. Also da spiele ich auch, aber jetzt siehst du oft... Ich war auch Achter und bin trotzdem IV gewesen bei Hertha. Am Ende. Früher auch. Sorry. Ich hatte so viele Formationskarten. Ich war Sechser, dann war ich IV, dann war ich RF, U14, dann war ich ZM, U15, dann war ich die ganze ZM, dann war ich U19, LM bei Andi Thom. Dann war ich wieder Zehner und dann war ich Profis, dann war ich Sechser und dann war ich IV. Und dann wieder Sechser, Achter. Wie ich zum Beispiel Achter spiele oder Sechser spiele. Okay. Weil du der IV kann, betont Bruder, hast. Über dich ergehen. Deswegen. Ich war einfach nur vom Gefühl her, ja, also nicht despektierlich gemeint oder so, 0,0. Aber irgendwie so, da fehlt mir so der Flow einfach so. David, danke für 6. Irgendwie hat es mich da nicht gepackt. Er will die ganze Zeit was sagen. Komm, Patrick. Warte, erstmal Berkant. Lass mal erstmal Berkant. Ja, lass erstmal Berkant. Lass mal Berkant. Hattest du was vor zu sagen, Berkant? Ich wollte dich nicht unterbrechen. Okay. Also, du wolltest nichts sagen? Nee, alles gut. Von Recht aus. Ihr habt eure Entscheidung getroffen, alles gut. Ja, kein Problem. Ja. Dann hören wir uns mal Patrick noch mal an. Du warst wieder ready. Digga, der hat so Bock darauf, ne? Der hat so Bock darauf, diese Diskussion. Ich wollte nur sagen, also ich sag mal so, ihr müsst natürlich selbst entscheiden. Aber ich sag nur so, Marco, du als auch Gladbacher Legende, wenn du damit jetzt eine Fehlentscheidung triffst, kann peinlich werden. Hast du ihn nicht kanntest, ne? Emotional. Ja, voll peinlich. Alle jetzt, ne? Legende. Emotional, Marco. Er will damit sagen, so kann das wir nicht. Wir machen jetzt kanntest, so eine traurige Musik im Hintergrund. Marco, du darfst nicht emotional denken, mein Bester. Aber wie geil er das auch so als Gladbacher Legende, dass du mich nicht kanntest. Ach, schon gut, aber nein. Ja, ich wär gerne eine Gladbacher Legende geworden, aber für mich hat dann am Ende leider nicht dann ganz gereicht. Wobei ich halt auch sage, vielleicht, wenn ich mich nicht verletze, dann hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr die Chance bekommen, aber ist so. Du hast dich verletzt.
Habe ich ja, gesagt, Meniskus. Sinismus. Meniskus hatte ich auch schon mal. Ja, Meniskus hat jeder Taxifahrer in der Türkei, also. Ich bin Busfahrer. Du sagst 100%, du hast Patrick noch nie gesehen. Auf dein Vertrauen wähle ich Patrick auch raus. Und Berkan wäre für mich auch aufgrund der Leistung raus. Bei Patrick, ich hätte so gerne... Das ist aber Quatsch bei dir. Ja, bei dir habe ich Patrick, bitte. Gefühl, muss ich sagen. Ja, ich habe auch kein hundertprozentiges gutes Gefühl, ja, aber... Du kannst ja nicht auch mal mit dem Zug drauf spielen. Oder verpiss dich mal raus jetzt mit deinen verdammten Sprichwörtern. Was? Alter, wie anstrengend, Junge. Wenn kannst du doch nicht auf Junge, Zug Junge, Junge. Ich vertraue Marco, wenn Marco mir sagt, dass... Ja, ich Vertrauen ist gut, aber... Kontrolle ist alles. Kontrolle ist besser. Das hat Hacking auch immer gesagt. Vertrauen ist gut, Vertrauen ist besser. Ich hab niemals mit Dieter Hacking... Na gut, vielleicht hättest du auch bei ihm nicht gespielt, aber... Oh, 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 oh Gott, der Sniper! Ja, wow. Deutsche Abdul. Jetzt bist du erst recht raus. Deutsche Abdul. Sehr guter Herzlichen Glückwunsch, du bist raus, Bruder. Geh mal mit dem Mikro rüber, bitte einmal. Das war die einzig richtige Ansage, Mann. Tut mir leid, aber... Bruder, du bist doch... Was hat der gesagt? Keine Ahnung, jetzt gibt's. Jetzt hat er ein Mikrofon. Raus! Ja. Wie gesagt. Ah. Raus! Nein, wir haben unsere Entscheidung getroffen, ehrlich. Bravo, Patrick Berkan, danke fürs Mitmachen, ja? Also meine eigene Leistung war super. Ich habe mein Gegenspiel aufgefressen. Trainerentscheidung kann ich, oder die Juryentscheidung kann ich nicht nachvollziehen. Deswegen, ja. Muss er extra machen, der macht keinen Sinn. Oder der muss bezahlt werden. Denkt ihr, der bekommt so ein bisschen Aufmerksamkeit oder was, Bruder? Wie das abgefangen? Er denkt, die sagen, er ist lustig oder so wie bei Abdul. Die Entscheidung von der Jury, also kann nichts dagegen sagen. War nicht meine beste Leistung heute, deswegen alles gut, kein Problem. Und ja. Bravo. So muss man das abmoderieren. Schön. Freunde, nächste Challenge. Wir haben noch vier Teilnehmer dabei. Niklas, Junior, Lavi und Noé. Machen Dribbling-Parcours und bin mal gespannt. Da darf Niklas auch gerne anfangen. Oh, Digga. Ja, ist aber schwer. Ja, aber auch. Das hat sich gelaufen. Ich finde seinen Abschluss cool. Marlon, denk an HSV. Ja, das stimmt. Guter Ball. Das hat er Paderborn gesagt. Aber man muss sagen, also er macht es trotzdem ein bisschen schlecht. Ja, aber das ist gut. Aber bei den Touchen direkt weiter, Junge. Musti sagt, ich mach besser. Musti, du brauchst doppelt an Zeit. Wir sind gut. Aber dass du dich da rumhiefen kannst. Das war sein schwacher, aber schwacher trotzdem Fuß. Gut. Okay, Junior, gerne. Oh, ach du heiliger Hause, Lassi, ja. Walla. Ich dachte gerade, cool, lässt sich nicht rein an. Hätte ich auch so gemacht. Boah, dann. Auf so was stehen die Amis. Die denken so, nice shot, mate! So einen raus. Das ist es, weißt du, was ich meine? Aber der Kontakt ist... Das ist es doch. Aber das ist ja nicht das erste Mal, dass wie viel Kontakt hat er jetzt verkackt. Ja, aber guck mal, diesen Abschluss aus so einem kleinen Tor. Ich weiß noch, bei Aufwärmen, also wir haben ja Challenge gemacht mit College-Studenten und da waren dann noch so ein paar, die haben gerade trainiert. Und dann habe ich so Freischuss gemacht mit Socken. So nicht mal doll, ging einfach nur im Winkel. Die haben so gestaunt. So diese lockere. Oh, what a shot, man. Yeah. Wow, damn. Top in. Schon stark. Das ist... wirklich gut. Und dann die schießen so. Ja, das warte mal. Also, auch wenn es mit links ist, das darf nicht so passieren. Denn die schießen so Freistöße, die ganze Zeit immer so flach, kommt so auf uns. Ich denke so, hä? Hat er jetzt verkackt denn da? Ja, aber guck mal, diesen Abschluss aus so einem kleinen Tor. Ist schon stark. Das ist wirklich gut. Wir sagen, der bekommt auf 6 so einen kleinen Anker. Und das passiert. Oh. Okay, er hat aber schnell gerettet. Wie ist mit MLS, Bruder? Oh. Niveau und so. Holt er nochmal mit rechts. Ja. Gut. Der kommt. Was hat der für einen Hieb, Alter? Wie hat der den noch gemacht? OnlyFans Waze, danke schön für Sie. Komplett über Kraft und Athletik. Ja. Schwieriger Ball. Scheiß Bälle, Mann. Schwieriger Ball, aber. Außenverteidiger. Nein, Junior. Nein, das ist. Digga, als Ex-Profi. Schrottdurchgang, guck, aber. Guck jetzt, Bruder. Entspannt. Der hat gerade eben zwei brutal gespielt mit links und mit rechts. Aber ich glaube, jeder denkt sich, dass er unsere Bitte aufnimmt. Ängstlich, oder? Ja, ich bin auch. Ich bin ein bisschen skeptisch, weil jeder Linksfüßer ist so technisch und sowas gut. Weißt du? Ja. Aber sind irgendwie alle genauso. Er hat doch gute Schusstechnik mit links und so gehabt. Eli, danke schön für 1-1. Also der Rest macht keinen Sinn. Das war in der ersten Runde was viel besser. Noel? Hätte der Erste jetzt auch nicht HSV gesagt, sondern
Paderborn, Ingolstadt, ja, sowas. Das Kaiserslautern. Dann würde ich gerne. Top-Kontakt. Take me Bullets! Black! Ja, ich weiß, was ich meine, ne? Ja. Sieht halt flüssiger aus. Auch so ein Verteidiger, aber ich das. Rege sogar. Du siehst so einfach halt. Aber er ist in Regio West. Das heißt, er ist Profi. Ja, Musti. Also, wir glauben, Musti, oder? Ist es so, oder? Ja. Boah, rechts kracht aber. Ist der links oder Rechtsfuß? Echt? Okay, danke schön. Ich hab mit links ziemlich gut gemacht. Ist halt auch reiner Rechtsfuß, ne? Kingsley! Freunde, müssen jetzt wieder jemanden raussehen. Jetzt hat Laso angefangen, Sali hat schon mal angefangen. Marco, du darfst gerne anfangen. Wen würdest du nach Hause schicken? Ich muss sagen, mir hat es irgendwie so vom Ablauf nicht so gefallen beim Niklas. Es war irgendwie nicht so flüssig, nicht so, wo ich mir denke, so, okay. War der eigentlich gut? Der Junge, der ist auf jeden Fall immer auf Torejagd gegangen und beidfüßig. Klar, so einen stärkeren Fuß und einen schwächeren Fuß. Aber es hat mich nicht überzeugt. Ich habe bei der Übung gedacht, okay. Oberliga bei Homberg. Du kommst aus dir heraus, aber. Ich spiele Sonntag gegen ihn, Leih. Hat mir nicht so gefallen. Deshalb wärst du bei mir raus. Okay, soll ich dazu was sagen? Gerne, ja, du kannst dich. Bei mir war das so, ich habe 2018 auch meinen Profivertrag unterschrieben. War dann auch in der U19. Und das war. Digga, warte mal. Da bin ich 20. Da bin ich 20. Das bist du ungefähr. Das bist du, also 99er. Ist der Niklas? Nein, niemals. Das ist 98er, 99er, 2000er, 2001er. Gibt's keinen Niklas. Ungefähr. Auch bei 2000er. 99er auch nicht. 99er auch Marco Drafs. Marco Drafs hat dein, ja? 99er. Ich habe mit ihm zusammengespielt noch bei 96. Geil. Dann Malu Winzheimer, Stürmer, 99er. Bei mir war so ein 2000er Fiete. Stimmt, und bei mir war es, glaube ich. Oder er wäre denn mit denen Konkurrenz? Bei mir war so ein Bosnier, glaube ich, oder so ein Albaner. Irgendwie sowas war bei mir. Nein, kein Niklas. Mein Jahrgang war Faride, Alidu und so. Die kenne ich nicht mehr. Der ist bei Köln ist. Auf der Schwelle, kurz vor meinem 19. Geburtstag, wo ich eigentlich HSV heute verlassen sollen. Und habe dann den Profivertrag bekommen und habe mich im Trainingslager bei den Profis im Sommer dann verletzt. Was hast du gehabt? Osteochondrosis dissecans heißt das. Das ist, ich habe anderthalb Jahre gar keinen Sport gemacht, weil das natürlich erst rauswachsen sollte, weil ich noch jung bin. Das hat nicht funktioniert, dann wurde. Safe Casa, was ist Casa? Ja, dieser Felix Casa, dieser auch YouTuber da, dieser, der bei Battle of the Socials rasiert hat, der Stürmer da. Der noch Free, von Freakickers? Keine Ahnung, ich glaube. Von Freakickers? Ist er das? Die schreiben irgendwas, die schreiben Stimme kennt ihr so 100%, Bruder. Hä? Casalino, der von Wattenscheid. Ja, das kann sein, ja. Ist es der von Freakickers, Chat, den ich meine? Ja? Der Robin Velasco war nicht mein Jahrgang, der war 2002er, glaube ich. Ja, wieso sagt der HSV, Digga? Ich im Nachhinein auch operiert. Das ist ja ganz und somit ist mein Vertrag ausgelaufen, 2021. Oder wie sagt also der zu 2022. Und ich habe dann HSV verlassen, halte mich jetzt in meinem Heimatclub Hedlingen, halte ich mich fit. Das ist aber nur Landesliga. Ich bin da wirklich, ne? Somit ist das meine ganze Profizeit und dass ich wirklich aktiv hochgespielt habe. Schon lange her, jetzt halte ich mich in der Landesliga fit und versuche nochmal ein bisschen den Anschluss zu finden. Ich gebe dir aber recht, Marco. Du hast, also, war nicht meine Übung. Ich sehe auch nicht 100% perfekt. Ja, also stimmt, großen Respekt und so mit Maske und ist deswegen, richtig schwierig. Also, die Übung war echt nicht geil. Ich bin noch nicht zufrieden mit mir. Warum hast du denn dann die Maske an, wenn dich das stört? Ich habe damals im Trainingslager habe ich diese Zimmerduelle und sowas auch mitgemacht, was auf YouTube kam. Ab und zu halt gepostet auf Instagram. Und ich wusste nicht, ehrlich gesagt, wer heute in der Jury sitzt. Ob ihr vielleicht was mit dem HSV zu tun habt, wie gut ihr da vielleicht jemanden kennt, deswegen Nummer sicher gegangen. Ich bleib trotzdem dabei, sorry. Irgendwie vom Gefühl. Ich sag ja auch, einen habe ich gut. Ja erkannt mit Maske, da, du bist es nicht. Den anderen hast du erkannt, aber ich versuche mal fußballerisch zu bewerten, damit es auch fair für alle ist. Und in der Übung war es halt, du warst trotzdem richtig, richtig gut, hat mir richtig gut gefallen, aber bei der Übung war es für dich vielleicht auch Maske schwierig. Aber für mich hat es für Niklas nicht gereicht. Auch Junior, ich fand so deinen Dribbling und so nicht geil. Mhm. Aber bei dir ist die Vorstellung. Wo ist echt Arsch? Weißt du, was mich interessiert? Auch zum Beispiel Reus und Özcan, also diesen Kasar da kennen. So, ob die, wenn er keine Maske hat, ob die sagen würden, also kennst du? Vielleicht schon mal gesehen, so. Schon das frage ich mich auch immer bei mir. JB dann für 22 Monate. Also ich glaube zum Beispiel nicht. Weißt du? Also ich glaube zum Beispiel. Die kennen mich nicht. Sali schon. Sali folgt mir ja.
LS so vom Typen her, ich weiß nicht, ob ich mich auch blenden lasse, weil du einfach so aussiehst. Aber ich will von dir irgendwie noch ein bisschen mehr sehen. Deshalb bist du noch mal weiter und ich würde auch Niklas rauswählen. Wie sehe ich denn aus? Keine Frage. Athlet. Sehr athletisch. Also du passt in dieses Schema MLS, finde ich. Ich hätte den RV gepackt. Er ist bestimmt so richtig schnell und so. Wen jetzt? Den MLS? Ihn. Wen? Also MLS? MLS. Ja. RV. Oder für Sechser, da musst du viel zu viel können. Aber rein von der Übung jetzt, warst du und Niklas jetzt für mich auch, wo ich sage, die anderen waren nochmal einen Tick besser. Also und deswegen fand ich, dass du nochmal ein bisschen besser als Niklas warst. Jetzt, ich weiß jetzt nicht wegen der Maske etc., ob das jetzt nicht so krass beeinträchtigt hat. Aber meine Entscheidung fällt auch dann auf Niklas. Oh, ich sag euch, weiß ich nicht, aber es hat mich ein bisschen irritiert. Also für mich, Noel, fußballerisch war das eine schwache Runde diesmal. Aber MLS halt, ne? Noel oder Junior? Nee, Junior, ist, Junior ist hier vorne. Noel ist er, sorry, Junior. Ja, Junior. Aber ich war es wieder gleich. Sorry, ich meinte Junior, sorry. Also war von ihm eine Schwache. Ja, genau. Zu dir komme ich später. MLS würde ich drin lassen, safe. Ich würde ihn noch drin lassen. Warum MLS oder so Albana. Die St. Sound ist komisch. Hallo? Weil ich darf ja leider bei... Achso, ich habe mein Mikrofon. Bei, Noel darf ich ja noch keine Fragen stellen, deswegen. Aber ich habe da ein, zwei, die ich dir später stellen will. Schwache Leistung würde ich jetzt nicht sagen. Es war nicht. Also auf jeden Fall keine starke Leistung. Da gebe ich dir recht. Aber ja. Schwache Leistung weiß ich nicht. Okay. Du bist auf jeden Fall sehr eloquent. Muss man auch an der Stelle sagen. Aber ich lasse mich jetzt von den anderen blenden, weil die haben das fußballerische Know-how. Du das menschliche. Ich das menschliche. Aber wir müssen auf das Fußballerische zurückgreifen, deswegen schließe ich mich den anderen an. Niklas, ich bin auch, ich schließe mich den anderen an einfach an und sage, diese Runde hat es nicht gereicht. Zieht er die Maske jetzt aus? Macht er nachher, mit der Auflösung. Aber danke fürs Mitmachen, Niklas, ja? Die ersten Durchgänge waren auf jeden Fall besser. Ich fand aber nicht, dass ich so krass viel schlechter war jetzt im dritten als die anderen. Aber ich hätte das mit der Maske anders eingeschätzt. Also ich ziehe das. Ich kann überhaupt gucken. Ich schwöre, das ist krank. Er macht Augenbrauen schlitzfrei. Bei der Challenge immer noch weiter runter. Aber das behindert immer noch krass. Ich bin total aus der Puste, weil ich nicht aus dem Mund atmen kann. Also das ist schon, das beeinträchtigt einen sehr. Aber ich kann die Kennst du das auch im Winter, wenn du Halskraus anhast? Man will so einerseits Maske drum haben, damit man nicht krank wird und weil kalt ist. Andererseits, man will Luft bekommen. Ich will auf jeden Fall nachvollziehen. Also Mandeln. Ich hab immer dadurch beim Training. Freunde, wir haben noch bei drei Teile. Manchen geht's nicht bei diesen Dicken mit so Stoff dran. Immer dabei Junior, Lavi und Noel und gehen dann in die Diagobälle, Einkontakt, klatschen lassen, Abschluss aufs Tor. Viel Spaß dabei. Ja, es gibt auch viele Nein-Niemals heute. Also es ist entweder hier, einer von den beiden, aber ja, er macht auf jeden Fall einen besseren Eindruck. Wenn er MLS war, dann hat jeder noch die Chance. Krass. Daniel, bewerb dich. Hi. Achtung. Wieder 101? Aber geil auch, wenn das stimmt. Guck mal, hier schon wieder. Allein der Pass. Guck, wie er ablegt. Bei ihm ist nicht lange her. Aber ich schwöre, das kann sein, der MLS, Bruder. Die sind scheiße. Bruder, aber wir machen MLS gerade zu Hundeliga, ich schwöre. Bei MLS, ja. Digga, da musst du auch trotzdem was können, Bruder. Nein. Doch, ich schwöre. Als Rookie, wenn du nicht... Ja, aber das waren auch Deutsche. So. Die haben deutsche Ausbildung. Okay, und gut, Digga. Als Rookie, wenn du keine Rolle spielst mit deiner Mannschaft zum Beispiel. Digga, wir übertreiben gerade. MLS ist trotzdem, Bruder. Okay, Messi spielt er jetzt. Ja, ein paar Spieler sind gut. Achtung. Sagst du nicht, du würdest da Stamm spielen? Bei gefühlt jeden Verein. Von Qualität her. Ja, von Qualität schon, aber bei MLS ist halt alles so, Bruder, alles nur so körperlich schnell. Deswegen weiß ich nicht. Ich glaube, da ist gar nichts irgendwie. Oder nein, doch, guck mal, ich sag dir, die würden anstatt mich zum Beispiel, glaube ich, hier so ein schwarzer Wash, ja, so Kingsley. Nicht mal Kingsley, sondern Bruder, so ein 2 Meter Türsteher einfach so dahin kloppen. Weißt du, was ich meine? Ja, so richtig altmodisch so. Ja. Ich mag sein First Touch nicht. Ja, also überhaupt nicht. Right, Bullets. Siehst du Junior? Weißt du jetzt, was ich meine? Bruder, der hat noch keinen guten Kontakt gemacht, den ersten. Zurück so. Keinen guten. Schöner Ball.
Ah. Erster. Das ist mein Gott. Hätten das die Leute beim Draft gesehen, bei MLS, die hätten ihn gepickt. Ist doch wieder jetzt. What a shot! Aber du musst auch wissen, er schießt von 10 Metern. Ich hab nur MLS gehört. Dem wird einer abgehen, wenn jemand einen Lattentor macht. Und hau ihn rein. Bullet! Der hat technisch besserer Ablauf, ne? Der Ablauf ist Wunder, also. Mal noch nackte Meile und Fred Partys würde wild kommen. Nein, MLS. Seid ihr ins kurze halt ein Rechtsverteidiger, ne? So, ja, ich mach mir Fake Pass. Ich bin wieder 19 und geh hin. Boah, legt geil genommen. Gut ab, ne? Oh, der ist technisch. Junior ist Junior. Aber hier dürfen wir Fragen stellen, ne? In der Runde. Eigentlich ja. Das ist Fake. Ja. Boah, wo ist zwei? Guck. Macht ja, er auch technisch gut. Guter Ablauf. Ja, Freunde, bevor wir jetzt zur Entscheidung kommen, wer ins Finale kommt, hören wir uns noch die Fußball-Stories an. Einfach die Fußball-Werdegänge von den einzelnen Jungs. Jetzt bin ich gespannt, wie er nach Albanien kam zu früh. In der von der U16 bis zur U19 beim VfW Waldrop gespielt. Danach bin ich in die Oberliga gegangen zum Holzwicke der SC. Von da aus, nach 2 Jahren, habe ich den Sprung gewagt in die erste Liga von Albanien. Von Oberliga. Karl Flacci hat dann 2-Jahres-Vertrag. Hat leider nicht so geklappt, wie ich dachte. Bin dann jetzt zum Winter wieder zurück nach Deutschland und spiele momentan beim TuS Bövinghausen in der Oberliga. Ich glaube, ab der U17 fing es so richtig an mit dem Fußball. Warum zeigt er sich jetzt so? Da hatte ich dann mein erstes Jahr, wo ich von der Kreisliga A in die... Die hat doch schon gesagt, es ist nicht, er muss trotzdem jetzt rumliegen. Die U17-Bundesliga zu Hombrucher SV gewechselt bin. Dann habe ich mich entschieden, zu Rot-Weiß Essen zu wechseln, habe dort die U19 verbracht. Nach meinem zweiten Jahr bei VfB Homberg habe ich es zu Fortuna Düsseldorf in die U23 geschafft. Mit Probetrainings habe ich dann, ich glaube, am Ende der Saison über 20 Spiele gemacht. Dann habe ich mir leider mein Sprunggelenk gebrochen, beziehungsweise mein Wadenbein. Und bin seit 4-5 Monaten ausgefallen. Meine Reha läuft auf Schalke. Aber Profi fehlt noch. Und jetzt habe ich wieder voll angegriffen bei VfB Homberg. Die haben mir das Vertrauen geschenkt. Und ja, aber er hat gar nicht gesagt, dass er Profi ist. Also, er hat seine wahre Geschichte erzählt, oder? Ich hoffe, dass ich da auf jeden Fall am Ende der Saison nochmal komplett liefern kann. Ich habe die ganze Jugend bei JTV Nordwest gespielt. Das ist eine Zusammenvereinigung von VfL Oldenburg und VfB Oldenburg gewesen. Hab dort in der U15 in der höchsten Spielklasse gespielt, Regionalliga. Dann in der U17 und der U19 in der Regionalliga. Dann bin ich in meinem ersten Herrenjahr zu VfL Oldenburg gegangen. Und dann habe ich mich entschieden, mich bei einer Agentur zu bewerben, MZDA. Und dann ging es darum, Stipendien nach Amerika zu kriegen, um dort Division 1 Soccer zu spielen oder Division 2. Jetzt bin ich beim SV Atlas in der Oberliga und der Verein will nach oben, genauso wie ich. Atlas, und ja, ich tue alles daran, um eventuell noch Profiluft zu spielen, vielleicht in der dritten Liga. Aber war jetzt sein Ding? Warum erzählt er nicht von drüben, was da abging? Aber wir sehen, was passiert. Noel, ganz kurz. Hä? Ja. Du hast gesagt, du bist... Also spielst bei Fortuna oder hast bei Fortuna gespielt? Genau, ich habe bei Fortuna gespielt. Von wann bis wann? Ich bin letzte Saison hingewechselt von VfB Homberg. Das ist ein Oberligist jetzt. Hab dort ein Homberg Jahr... aus Saarbrücken, Saarland. Nein, aus Duisburg. Okay. Genau, also ich bin dort hingewechselt, hatte einen Jahresvertrag, aber dort war halt ein Profivertrag mit drin. Ah. Ein Jahresvertrag mit Profivertrag mit drin. Sprich, ein Fördervertrag. Und habe am 9. September jetzt mein Wadenbein gebrochen und mein Sprunggelenk gebrochen. Wörter einfach sagen. Und jetzt am 9. September. So, wie bitte? Jetzt am 9. September, also jetzt letztes Jahr. September, ja. Hab ich mein Wadenbein gebrochen. Wadenbein so schnell? Ja, also war ziemlich eklig, war schon eine heftige Verletzung. Ganz kurz, du hast auch mit den Profis trainiert. Ja, aber kein Pflichtspiel. Mhm. Freundschaftsspiel. Du kennst den Kader dann auch? Ich kenne den Kader, genau. Wer ist der Kapitän? Andreas Hoffmann. Hin und her läuft. Andreas Hoffmann, ja. Ich würde auf jeden Fall, bei mir, ich bin mir einig, also ich bin mir sicher, Junior würde ich auf jeden Fall rauswählen jetzt. Die Show das hat... Ist dieser Idiot, der schon mal da war, der meint Barry, glaube ich. Hä, wie kann er ihn aber jetzt rauswählen? Also wie kann er jetzt ihn rauswählen? Hat mir gereicht, das war zu viel. Hoffmann. Andreas Hoffmann. Die haben irgendwas rausgeschnitten. Die haben den Part mit MLS rausgeschnitten. Irgendwie. Vielleicht hat er sich verplappert oder so.
Also dieser Junior. Andreas Hoffmann, ja. Ich würde auf jeden Fall, bei mir, ich bin mir einig, also ich bin mir sicher, Junior würde ich auf jeden Fall rauswählen. Irgendwas jetzt passiert. Und es war ja nicht reingeschnitten. Die Show hat mir gereicht, das war zu viel. Ich habe mich lange blenden lassen, aber Schola? Bis zu einem bestimmten Punkt. Sauer, und oder der Punkt ist jetzt, du hast... Ich bin euch betrogen. Digga. Du hast auf jeden Fall ein Brett, also schusstechnisch, extrem Wumms. Aber technisch, also ist jetzt zum Zweiten... Ich habe die Story nicht ganz gehört, aber ich hätte ihn eigentlich noch drin gelassen. Zweiten Mal aufgefallen. Davor und jetzt, muss ich sagen. Da haben die anderen viel besser gemacht, fand ich jetzt. Hätte ich besser nicht sagen können, genau mein Kopf, also technisch. Das war, ist schon vorher auffällig gewesen und fand ich jetzt nochmal auffällig, deshalb Junior für mich raus. Ganz kurze Antwort von mir auch. Marco, was sagst du? Ja, ich hätte auch gesagt, Junior. War ein bisschen unsauber, der erste Irgendwas Touch, passiert. Weißt du? So, auch bei den Ablagen und so. Bruder. Das war so. Also, das musste ja einfach sein. Unsauber. Das war bei den anderen beiden halt. Einfach ein bisschen fokussierter, ein bisschen leichter, sauberer. Danke. Also, ehrlich gesagt, kann ich mich der Meinung von der Jury nur anschließen. Junior. Technisch bin ich ehrlich gesagt viel besser. Ich weiß nicht, was heute los war. Schüssel, einer meiner Stärken, habe ich heute auch wieder gezeigt. Aber ja. Schade, ja. Wie gesagt, technisch muss das besser sein. Ich kann das auch besser, weiß ich auch. Aber ist für mich kein Problem. Das ist cool, ja. Freunde, Finale zwischen Noel und Lavi. Da gehen wir in die 1 gegen 1 Duelle. So, Kingsley, zeig mal her. Ist das 1 gegen 1 jetzt? Nice. Ja, ist super stark. Aber ich sag Kingsley, fick Tempo, die Technik, Tempo, mach mal ein bisschen. Oh, nee. Tschüss. Boah, yeah. Gut so, Kingsley. Ich schwöre, mit Stare Down. Das ist nicht gut gemacht, was verstanden. Das ist auf dem Boden. Ja. Was? Yeah! Scorpion! Nicht mit dir. Hey. Aber wie gut hat der gemacht? Aber wie stark war der Rainbow Bowl? Wie gut hat der den gehittet? Digga, der war perfekt. Wie gut hat der den gehittet, Alter? Zu cool. Ich fand den Trick aber überragend, ne? Ja, der war gut. Bruder. Okay, jetzt links vorbei. Tempo. Das wissen wir. Cool. Jetzt weg. Jetzt wird's schwach. Lass sie wieder aufnehmen. Au, aber da ist er durchgekommen. Gute Beine, stark. Boah, geilste Szene. Lavi, sehr stark. Der war geil, Lavi. Noel ist auch kaputt jetzt, ne? Okay, Lavi, warte. Ey, tschüss. Tschüss. Das hat der beantwortet gerade gehabt. Krass. Bruder, wie schnell war das denn? 1 gegen 1 ist richtig ekelhaft. Okay, Lavi, warte. Tschüss. Bruder, keine Chance. Tschüss, Digga. Digga, der Typ ist halt wild, ne? Boah, super Ball. Schwer, egal. Mach weiter. Top. Macht er super. Und, ey. Ne? Macht er super, den Stress. Tempo. Macht er. Freunde, heute habe ich den Ibo erstmal zu meiner Unterstützung. Wir müssen eine finale Entscheidung treffen. Für mich hat es Yusufi überragend gemacht. Wirklich technisch alles super. Aber ich glaube, vom Ganzen her finde ich einfach Noel, glaube ich. Also ich freue mich. Jetzt mal mit dem Community nicht enttäuschen. Dass der Ex-Profi ist. Ich finde auch im gesamten Noel hat es top gemacht, aha, sehr flüssig. Ich bin stolz. Da hat man auf jeden Fall gemerkt oder merkt man, dass da fußballerische Klasse hintersteckt. Ich glaube aber auch, dass wir uns vertan haben. Lavi, brutal gespielt. Wie, die glauben, dass sie sich vertan haben? Die glauben jetzt nicht, dass er das ist. Ja, die denken wirklich, also er war safe, die haben jetzt verbunden. Wie denn die denn sonst denken? MLS muss sein. Ja, aber den haben die ja so richtig komisch ausgewählt. Da war irgendwas. Ja. Da war irgendwas hinter den Kulissen, Chat. Der hat sich verplappert, glaube ich. Totale Technik. Echt sehr, sehr, sehr geil. Macht auch Spaß, dir zuzugucken. Auch da, wie gesagt, glaube ich auch, dass du vielleicht kein Profi warst oder bist, aber immer noch irgendwo Regionalliga. Der Gladbacher. Digga, wenn der es ist. War der irgendwo mal Profi? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, Gladbach, dieser Kasa. Nein, also ich glaube nicht. Nein, Patrick, dieser Gladbacher, der Boden wusste. So. Aber er war zu scheiße, Digga. Liga immer noch zockst wahrscheinlich. Bitte nicht. Und 2018 Profi, meint er, ne? Das, der wäre dann auch so ein. Der hat sich verplappert. Der meinte 2018 und davor meinte er aber vor 12 Jahren. Noel war. Ja. Es muss Albo sein. In meinen Augen ein bisschen. Regio Düsseldorf U23 über Albanien-Liga, ja normal. Sonst würde er nicht von Oberliga in die erste albanische Liga wechseln.
auch der Stärkere. Das wäre es ja gar nicht möglich. In dem Fall. Hast auf jeden Fall eine coole Story gehabt. Sieht man ja auch. Dass, hast uns vielleicht auch gut gedribbelt. Kingsley trotzdem. Super. Weil ich auch glaube, dass wir ein bisschen falsch liegen. Aber ja, das Finale steht, deswegen Noel. Ich kann Noel nicht einloggen, weil ich Noel kenne. Ich kann denn nicht mal so zweifelsfrei für den anderen gehen. Ich glaube, weil halt, weil man. Hat er sich auch verplappert vielleicht? Wer? Der Albaner. Warum will denn keiner? Ja, ich schwöre. Komisch. Also wir waren uns ja direkt einig so. Ja, und vor allem, er war jetzt, also er war jetzt im Finale nicht so kacke, dass man sagt, auf keinen Fall. Ich würde immer noch wie eine 1 wählen. Man weiß ja, was albanische erste Liga auch vom Niveau her ist. Das Max, der als erstes raus wurde, ist zu 100%. Nee, oder? Oder? Achso, Border League. Sieht man seine Qualität jede Woche? Nee. Schade, ich gucke immer Border League. Ich habe noch nicht einmal seine Qualität gesehen. Daneben. Deshalb werde ich Lavi einloggen. Aber ich glaube trotzdem, dass es Patrick ist. Nee. Was? Was? Nee. Aber ich glaube, der Moment ist gekommen. Dann darf bitte mal der... Bitte nicht, Patrick. Oh, bitte nicht, Patrick. Bitte nicht. Schön, das kann ich jetzt nicht. Oder er kannte den Boden. Ey, nein, bitte nicht. Er kannte den Boden. Es ist unser L? Ex-Profi-Spieler. Das ist unser L? Vorne treten. Zu dritt? Mit Maler? Zu zweit? Tatsächlich. Niemals. No way. Ich hab euch, was hab ich euch jetzt gerade gesagt? Er gibt den Ball nach hinten. Wahnsinn. Ey. Was? Ey, ich den Ball nach hinten. Gerade, weißt du noch, wo du da in der Ecke saßt? Ich hab gesagt, wir haben uns vertan, der war's. Wahnsinn. Bruder, was? Was laberst du? Wo war er? Bielefeld? Bruder. Sinn, ey. Hätte ich nicht gedacht, nee, erste Runde rausgewählt. Aber erste Runde raus, denn. Hä? Erste Runde. Sag mal ehrlich, hast du dich echt da so quergestellt? Bruder hat auch so Kacke gekickt, ich küsse dein Herz. Oder tot. Ach, der fliegt ja nicht aus Spaß erste Runde raus. Kicker. Oder etwas schon. Ja, und ich war wirklich bei Bachelor und war Profi, ich hab meine Schuhe wirklich vergessen, das war eine Nummer zu klein. Aber ich habe natürlich auch ein bisschen, wie es im Show gemacht halt ist, wie ich das halt kenne aus dem Reality-TV. Bisschen euch an der Nase. Du bist auch ganz komisch gelaufen, so, um ehrlich zu sein. Ich bin ganz komisch angelaufen und. Ja, ich hab's extra so gemacht. Damit ich euch nicht so. Mit Absicht schlecht. Gut, hopp, das nicht will. Und dann nach und nach meine Qualitäten zeigen. Kann ich dir trotzdem eine Hose jetzt geben im Nachhinein? Leider nicht, weil er zu abgefahren. Aber ich meinte doch, der Linksfuß, er war nicht. Er war auch so wie ein. Jeder Linksfuß ist gefühlt so gut. So. Bruder, ich will jetzt aber wissen, von denen allen, die hier, muss er sein. Er war der Beste, ja. Wahnsinn, ne? Ich wusste, dass du Oberliga gemacht, zockst, aber so Bielefeld, die ganze Geschichte kann. Wo hast du noch gezockt? Arminia? Genau, ich habe Arminia, dann Regionalliga, VfB Oldenburg, Rot-Weiß-Aalen gespielt, dann in Amerika auch am College gespielt, wurde auch gedraftet. Der war, glaube ich, am College. Sounders, zweite Liga in Amerika gespielt. Sounders? Cool, aber die waren erste sogar. Bin dann wieder zurückgekommen nach Deutschland und dann die Liebe zum Reality-TV gefunden. Und seitdem nur noch Oberliga. Wisst ihr eigentlich, dass wir schon nach der ersten Runde tot waren? Ja, das ist eigentlich traurig. Er hat sich kaputt gelacht wahrscheinlich. Können wir ganz kurz Patrick vorziehen? Also als nächstes. Dankeschön. Irgendwas hast du mit Gladbach zu tun. Das war krass bei Wolle. Bruder, er war arschlos. Auch Patrick gespannt, Digga. Sag, die Frage ist jetzt was? Was ich mit Gladbach zu tun? Jugend. Ich habe tatsächlich dieses Jahr gegen Gladbach im DFB-Pokal gespielt. Was hast du? Im DFB-Pokal haben wir gegen die gespielt, mit TuS Bersenbrück. Ich bin Spieler beim TuS Bersenbrück. Und habe dann gegen Gladbach gespielt. Hat Frank Honorar mich ein bisschen zerstört, aber... Genau, das ist halt so der Bezug zu Gladbach. Und du hast dir den Boden gemerkt von den Kabinen? Nee, wir haben ja bei uns in Osnabrück haben wir gespielt. Aber ich habe halt ich hab jahrelang in der Regionalliga gespielt. Und ich habe dann einfach gehofft, dass, weil Wolfsburg zweite Mannschaft hat auch immer diesen komischen Boden. Ich habe einfach gehofft, dass Gladbach genau den gleichen Boden hat. Das ist ja Wahnsinn. Aber deine Selbstsicherheit, Weltklasse, ne? Was wollt ihr wissen? Deine Maske. Die Maske erstmal runternehmen? Maske runter? Oh! Ich hab einfach keine Kantine. Die haben Er macht so ab, die denken so, hey, wer ist das? Die hatte recht, ja, boah, ist ein bisschen heiß, ja, aber. Er hat bei Fortuna 2 gezockt. Und ist, ich hab wirklich Fortuna 2 gespielt, aber es war kein Profivertrag, war ein Standardvertrag. Den jeder kennt, ne? Hab mir aber dann mein Bein gebrochen, also mein Wadenbein und mein Sprunggelenk. Jetzt bin ich in der Oberliga und ja. Aber? Ja, geil. Ja. Aber mit dem Alter stimmt auch. Also. Alter stimmt. Also hier in Deutschland bin ich 22. Im Ausland bin ich 32 oder 22. Was? Perfekt, danke ich, Alter. Mann, stark. Ey. Ja, aber wir waren erste Runde ja schon. Dankeschön, Neu. Dankeschön. Ja. Ihr zwei lacht euch tot. Latze und dir. Latze und dir, ja. Felix! Ach du Scheiße, Alter. Felix! Ja? Bruder, jetzt kann ich echt wieder normal reden, ob du ganz so dumm bist. Aber Digga, ich hab mir normal geredet, ich hätte es doch safe erkannt.
Wie schlecht seid ihr denn? Alter? Ihr kennt eure Freunde nicht. Ehrlich, Alter. Aber spielst du aktiv noch? Ja, ich spiele Oberliga. Letztes Jahr Regionalliga gespielt. Was hat gestimmt? Ich hatte die Verletzung, die ich gesagt habe, aber mit 16. Ich bin jetzt 25, also Alter war falsch. Und ich wusste halt, wer in der Jury sitzt. Und ich habe was aus dem Norden genommen, weil ich dachte, da kennt ihr euch vielleicht nicht so aus. HSV, fragt keiner nach, so wer war dein Trainer oder so. Deswegen habe ich HSV genommen. Übertreib nicht. Ja, und dann einfach gehofft, lange durchzukommen. Aber ich muss sagen, das mit der Maske ist, ich habe es ja, wenn ich nach da geguckt habe, immer so bis hier runtergezogen. Aber du hast trotzdem so nicht so das Sichtfeld nach komplett unten. Es behindert schon ein bisschen. Aber ja. Geile Überraschung. Geil gemacht, sauber. Wir dachten, das wäre die früheste Folge aller Zeiten. Wir haben aber falsch gemacht. Komplett falsch. Ja, aber Digga, da kann ja nichts viel schief alles, Digga. Gemacht. Ich hätte aber auch nicht ihn als erstes rausgewählt, sondern diesen Bergkamm. Aber ihn hat man direkt gesehen. So. Und da hat man vielleicht im Laufe der Challenges vielleicht noch mehr von ihm gesehen und dass er wirklich was kann. So. Danke. Danke. Du warst ein Lügner. Erstmal habe ich eine Frage. Ja, gerne. Boys meinte ja, dass er mich erkannt hat oder mich irgendwo herkennt. Dein Gesicht kommt mir so heftig bekannt vor. Bin ich? Ich weiß nicht, woher, Mann. Ja, also meine Geschichte war bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, dass ich gedraftet wurde, war. Ja. Ich war auch in Amerika, cool. Habe die ganze Jugend hier gespielt. Aber bin nach 2 Jahren, jetzt letztes Jahr im Juli, wieder zurück nach Deutschland gekommen. Cool. Und ich spiele jetzt gerade bei SV Atlas in der Oberliga Niedersachsen. Haben auch im DFB-Pokal gespielt gegen Pauli. Wie habt ihr gespielt? Wie bitte? Wie habt ihr gespielt? 5-1. Ich hatte 5-0 im Kopf. Atlas Sebenhorst, nee, ne? Nee, 5-0, ja, nicht 5-1. Da habt ihr, warte, wie heißt der denn? Mit einem kenne ich von Atlas, der spielt afghanische Nationalmannschaft. Mustafa, genau. Das ist unser Kapitän, ja. Azadzo, ja. Ja, den kenne ich von Atlas. Danke, Junior, ja? Danke. Lavi interessiert mich auch nochmal. Ich spiele momentan beim TuS Bövinghausen in der Oberliga. Wo? Oberliga. Bövinghausen. Wo Großkreuz auch war. Er war da, ja. Hast du mit Großkreuz nicht? Nein. Okay. Wir sind jetzt alle in Großkreuz schon vorher. Die anderen Ex-Profis sind alle jetzt in der Hinrunde gegangen. Jetzt haben die so eine neue Mannschaft und jetzt spiele ich da. Davor, von der U19 habe ich auch Landesliga gespielt. Kein NLZ oder sowas. Mit der Regel? Bin dann direkt in die Oberliga gegangen. 2-3 Jahre Oberliga, Westfalenliga hinhergesprungen. Jetzt bei Bövinghausen und hoffentlich. Aber zockst bald guten Fußball. Echt, hat Spaß gemacht. Guter Mann. Lavi, danke schön, ja? Und jetzt Berkan. Also bei mir, Göztepe ist mir war gelogen natürlich. Ich habe von der U13 bis 19 beim BVB gespielt. Was laberst du? Und dann war ich lange vereinslos und jetzt spiele ich gerade in der Bezirksliga. Du hast bis zu U19 beim BVB gespielt. Was? Das kann nicht sein. Nee. Also es kann nicht sein, sorry. Nee. Spielt? Ja, U13 bis U19. Welches Jahr war das? Jahre. Oder bestimmt. Bis wann war das denn? 2019, 20 war ich noch bei der U19. Dann war ich weg. Ist das so alt wie du? Also mein Trainer war Skibbe. 19, 20. Herr Bruder. 2019 war ich 21. 2019 warst du warst 18. Das ist dein Jahrgang. Ja? Irgendwie so. Michael Skibbe. Michael Skibbe? Skibbe? Ja. Ehrlich? Ja. Skibbe war oder wirklich viel. Also, ja, ja. Berkan, ey, ich bin voll Schock gerade, aber stark. Ehrlich, wirklich richtig, ich auch. Richtig stark. BVB bis U19 gezockt, stark. Und dann leider ein paar Probleme. Dortmund. BVB. Beste NLZ. 6 Jahre, verrückt. Also, war ich ja lange vereinslos. Jetzt gerade bin ich in der Bezirksliga und Berkan, Gas geben. Das war die größte Überraschung, finde ich geil. Ja. Berkan Ader. Ja, stark. Sehr geil, Berkan. Dankeschön. Ja. Dankeschön, Männer. Freunde, ich hoffe, an dieser Stelle hat euch das Video gefallen. Gerne Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Alle Jungs haben auch Social Media. Da gerne auch Liebe da lassen. Voll. Kanäle sind auch noch in der Videobeschreibung. Boah, ich schwöre, ich bin geschockt. So mit der Folge. Wir haben leider reingeschissen. Check gerne die anderen Jungs ab. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und ciao. Yeah.